Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom MySign Talk. Mein heutiger Gast ist Renato Mitra. Er ist Social Media Manager bei der MySign. Er sitzt aber nicht in dieser Rolle heute neben mir. Er ist auch Blogger. Und zwar betreibt er nebenbei einen der bekanntesten Schweizer Blogs, der apfelblog.ch, wo es um Apple-Produkte geht. Renato, recht herzlich willkommen. Merci mal. Renato, sind Blogger Selbstdarsteller? Ich denke zum Teil sicher, ja. Weil es geht ja meistens um irgendein spezielles Thema und da muss sich der Blogger sehr gut auskennen. Und halt um Bekanntheit zu steigern, braucht es einen gewissen Grad von Selbstdarstellung, definitiv. Ja. Das ist ein bisschen auch Kritik, die man hört von so den traditionellen Medienschaffenden, Journalisten und so, dass Blogger ja vor allem sich selber inszenieren, dass es so ein bisschen Hobbyjournalismus ist. Dass auch Rechtschreibung fakultativ ist bei den Bloggern. Was sagst du noch dazu, zu dieser Kritik? Ja, es gibt sicher einen Unterschied von Qualität. Also Blogs sind meistens viel, viel schneller. Da hat ja Angela Merkel letztens so einen Satz rausgelassen. Blogger wollen eigentlich nur die Ersten sein. Und die Qualität leidet entsprechend darunter. Ist sicher eine berechtigte Kritik. Von dem her muss ich sagen, ja. Qualität leidet und dort tut sich sicher der normale Journalismus davon abheben. Dass man dort wirklich ein bisschen tiefer recherchieren und sicher Sachen genauer abklären und breiter erklären. Gehen wir jetzt zu deinem Blog, der Apfelblog. Du betreibst den seit 2007. Ja. Wie bist du zu dem gekommen? Ja, eigentlich per Zufall, muss ich ehrlich sagen. Ich habe 2007 Windows Vista ausprobiert und habe gemerkt, gefällt mir gar nicht. Ich muss eine Alternative suchen und habe gedacht, jetzt muss ich mal mit dem Thema Mac auseinandersetzen. Habe mich dann dazu entschieden, tatsächlich total zu switchen von Windows auf Mac und habe sehr viele Sachen entdeckt beim Recherchieren, welche Programme muss ich jetzt ablösen, was funktioniert nicht mehr auf Mac etc. Und habe das Geld noch nicht zusammen gehabt, um mir wirklich ein MacBook zu kaufen, weil es ist ja doch eine kostspielige Sache, die Geräte. Aber ich hatte schon so viele Informationen, die ich nicht einfach irgendwo von Hand aufschreiben oder vergessen etc. Und habe mir überlegt, okay, wo tue ich die Informationen ablegen? Und zuerst habe ich gedacht, ich tue das in meinem privaten Blog, den ich schon viel länger betreibe, veröffentliche. Aber gefunden, nein, ich mache jetzt ein eigenes Blog dafür, wo ich meinen Umstieg von Windows auf Mac dokumentiere. Aber das hat ja am Anfang kein Mensch interessiert. Also wie bist du denn überhaupt zu Leser gekommen? Ja, das ist wirklich, also es war auch nicht wirklich gedacht gewesen, jetzt wirklich Leser zu erreichen, sondern es war in erster Linie ein Projekt für mich gewesen. Aber es sind trotzdem immer mehr Leser drauf getröpfelt an und für sich. Also es ist wirklich von 5 Lesern pro Tag ist langsam angestiegen, 20, 50, 100 Leser pro Tag. Und wie viel sind es heute? Heutzutage sind es im Schnitt etwa 6'000 Unique-Visitors pro Tag. Pro Tag? Ja. Und das sind alles Leser aus der Schweiz? Nein, es sind rund 47% aus der Schweiz, dann 43% aus Deutschland und dann weit abgeschlagen so in Österreich, Liechtenstein, zum Teil sogar Amerika. Keine Ahnung, okay. Wie die drauf kommen, aber okay. Ist so. Und was ist so der Zeitaufwand, den du heute tagtäglich betreibst, um das Schuhe halten und immer wieder News zu bringen? Ja, das ist nicht ohne. Also ich schätze schon 1-2 Stunden pro Tag ist da schon dabei. Ja. Kannst du vielleicht noch schnell erklären unseren Zuschauern, wenn man sieht ja ab und zu während dem Tag werden da Artikel veröffentlicht vom apfelblog.ch und ich bin auch schon angesprochen worden, ja, wie ist das? Ist das immer eine seine Aufgabe, hier unter dem Tag zu bloggen? Wie funktioniert das? Nein, also kann ich auch dich beruhigen als Chef. Ich tue da nicht während der Arbeitszeit bloggen. Nein, das ist eigentlich so, ich tue meistens zu Abend und ich so Themen aufarbeiten, tue Artikel schreiben und dann kann man das terminieren. Weil ich tue das natürlich auch ein bisschen verfolgen, wenn sind die Leute am meisten online. Das ist vor allem am Morgen, wenn sie zur Arbeit gehen, über den Mittag oder gegen oben. Und tue die Artikel entsprechend terminieren, dass sie dann veröffentlicht werden, wenn die Leute auch da sind, um es zu lesen. Also ein bisschen Fake dabei, ja? Ich würde jetzt nicht unbedingt Fake sagen, nein. Gut. Der Apfelblog ist ja eigentlich eine Werbeplattform für Apple-Produkte. Also Apple muss die lieben. ist das auch lukrativ?
Also Apple liebt mich tatsächlich. Ich habe so den Status wie ein Journalist an für sich. Also ich werde ganz normal zu Briefings eingeladen, wie jeder Journalist. Es ist wirklich interessant, so mit Tagesjournalist, Sonntagszeitungsjournalist bin ich meistens zusammen. Es lukrativ indirekt. Also ich komme jetzt nicht von Apple irgendwie Geld dafür, über, dass ich über ihre Produkte schreibe, weil ich schreibe immer noch unabhängig. Das heisst, ich schreibe meine Meinung rein. Da kann mich Apple nicht dazu zwingen, irgendetwas gut zu finden. Es hat auch kritische Beiträge über Apple auf dem Apple-Blog. Und dann lukrativ in dem Sinn halt, es ist Google-Werbung eingebaut, ja. Wo ein gewisses finanzielles Mittel zurückkommt und halt auch Affiliate-Links. Mhm. Wo, wenn jemand Apple-Produkte kauft, ich entsprechend ausgezahlt werde. Du hast gesagt, du wirst von Apple eingeladen. Hast du auch schon Promi getroffen von Apple? Also, hast du den Steve Jobs getroffen? Nein, das leider nicht. Die Amerikaner sind sehr, sehr selten eigentlich in der Schweiz. Ich habe sicher schon Leute getroffen, die wichtig sind im Apple-Bereich, halt in der Produktherstellung etc. Aber das sind Leute, die man jetzt nicht gross kennt eigentlich. Okay. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Abschluss. Kannst du 3-4 Stichworte nennen, was einen erfolgreichen Blog ausmacht? Mhm. Ich denke, das Wichtigste ist mal Leidenschaft. Leidenschaft, weil es ist viel Aufwand. Man muss recherchieren, man muss Zeit haben, um das alles zu schreiben. Das andere ist natürlich ein gewisses Know-how über das Thema, das man schreibt. Es wäre ein bisschen unglücklich, wenn man ein Thema, über das Thema schreibt, das man keine Ahnung hat. Und alles andere, ich denke, kommt dazu. So ein bisschen der Umgang mit der Blog-Software, Leute kennen, um das können zu verbreiten, etc. Das kommt dazu. Aber vor allem Leidenschaft. Okay, Leidenschaft. Wie bei uns in der Meise. Genau. Ganz herzlichen Dank, Renato, für die spannenden Insights. Merci. Jetzt werden wir morgen oben alle vor dem Bildschirm hocken, apfelblog.caig, und mit Spannung darauf warten, was du über das neue iPhone 5 wirst schreiben. Und euch, liebe Zuschauer, danke recht herzlich fürs Interesse und hoffe, seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Herzlichen Dank.